Ich präsentiere euch hier die Lösung eines Problems, das mich schier wahnsinnig gemacht hat, nämlich die Darstellung von Decken im Grundriss. Zunächst mal, in einem BIM-gerechten Modell zeichnet man die Decken über einem Geschoss in dem Geschoss. Das heißt, die Decke über EG zeichnet man im EG, die Decke über dem OG im OG. Das bedeutet, dass die Decke, die den Fußboden im Erdgeschoss bildet, nicht im Erdgeschoss liegt, sondern im Kellergeschoss. Bevor ich jetzt noch länger rede, zeige ich mal, was ich damit meine. Ich habe jetzt hier mein Deckenwerkzeug ausgewählt. Und ich habe jetzt hier die Infopalette und in der Infopalette steht, meine Decke wird 0,233 Meter dick sein und sie wird die Oberkante auf der Höhe 3 Meter haben und zwar im Erdgeschoss. Also bezogen auf das Erdgeschoss 0 liegt diese Decke auf 3 Meter. Wichtig ist aber der Geschossbezug EG. So, jetzt lege ich da mal gleich einen Schnitt durch, weil das überzeugt euch vielleicht, dass hier was falsch läuft. Nämlich, die Decke liegt korrekt da, wo ich sie haben wollte, im Erdgeschoss, aber sie liegt oberhalb der Grundrissschnittebene, die ja normalerweise auf 1 Meter liegt. Und ich kann auch nachgucken, ob die auf 1 Meter liegt. Grundrissschnittebene, ja, sie liegt auf 1 Meter. Und das heißt ja eigentlich, dass ich nur das sehe, was unterhalb dieser Schnittebene liegt und nicht das, was da drüber liegt. Es sei denn, ich möchte das. Und das ist dann eine Untersicht oder ein Teil des Deckenspiegels. Auf keinen Fall möchte ich, dass das eine durchgezogene Linie ist. Also das ist jetzt schon mal ein Problem. Außerdem möchte ich gerne, dass diese Decke auf dem nächsten Geschoss zu sehen ist, da wo sie nämlich ein wichtiges Bauteil darstellt. Denn ich gehe nochmal runter ins Erdgeschoss. Nehmen wir mal an, ich möchte hier auch noch eine Deckenöffnung haben oder sogar mehrere. Dann sehe ich die im Erdgeschoss in ihrer ganzen Prägnanz, da wo ich sie eigentlich nicht sehen dürfte oder höchstens als gekennzeichnete Untersicht und im Geschoss darüber, wo ich sie tatsächlich vielleicht brauche, da sehe ich sie gar nicht. Also, was kann ich machen? Ich kann zunächst mal dafür sorgen, dass man diese Decke auch im Geschoss darüber sieht. Das geht hier bei der Grundriss- und Schnittdarstellung. Da steht hier auf Geschoss zeigen, da steht im Moment nur im Ursprungsgeschoss und da kann ich jetzt draufgehen und sagen, Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber. Jetzt habe ich das Problem gelöst. Wenn ich jetzt ins Obergeschoss wechsle, sehe ich diese Decke gestrichelt im Obergeschoss. Eigentlich möchte ich die im Obergeschoss durchgezogen sehen und wenn schon, dann im Geschoss darunter gestrichelt. Jetzt ist in Archicad so, dass das Deckenwerkzeug da nicht besonders viele Optionen bietet. Ich kann jetzt hier nur für die Grundrissdarstellung dezidiert die Linieneinstellung hier vornehmen. Das heißt, ich sehe die Aufsichtslinienstift, die Linienart. Wenn ich die jetzt also ändern wollte, nehmen wir mal an, ich möchte gerne eine Punktlinie haben, dann stelle ich das hier ein. Dann sehe ich jetzt im Erdgeschoss diese Kontur gepunktet. Das mag schön sein, aber im Geschoss drüber sehe ich immer noch diese merkwürdige Stricheldarstellung. Jetzt, wo kommt die her und wie kann ich das ändern? Und wie kann ich dann hoffentlich erreichen, dass es im darüberliegenden Geschoss, wo diese Decke ja eigentlich nicht ist, aber ich sie sehen muss, mit durchgezogenen Kanten dargestellt wird und im Geschoss darunter eben in dieser eher zurückhaltenden Art. Da gibt es eine Lösung, die extrem gut versteckt ist und auf die man nicht sofort kommt, und zwar Optionen, Projektpräferenzen, Altsystem. Man glaubt es kaum, an der Stelle kann man einstellen, dass Decken, Freiflächen und Objekte in anderen als dem jeweiligen Ursprungsgeschoss eine eigene Linientypzuordnung bekommen. Und da kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne, dass Decken im Geschoss, in dem sie nicht gezeichnet wurden, zum Beispiel eine Volllinienumrandung bekommen. Okay, jetzt bin ich aber im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss habe ich diese zarte Punktlinie und jetzt gehe ich ein Geschoss höher und da sehe ich sie durchgezogen. Das ist die Lösung, wenn ihr eine Decke habt, die ihr BIM-gerecht zeichnet, das heißt oberhalb der Grundrissschnittebene und sie aber trotzdem sehen wollt, wenngleich nicht mit einer durchgezogenen Umrandung. Im Obergeschoss, da wo sie geometrisch betrachtet gar nicht vorhanden ist, da möchte ich sie aber sehen und zwar mit diesen durchgezogenen Linien. Jetzt gehe ich nochmal ins Erdgeschoss runter, jetzt sehe ich die hier gepunktet. Was ist jetzt, wenn ich im Kellergeschoss auch so eine Decke habe? Welche sehe ich dann? Diese oder die vom Keller? Ich nehme die jetzt, so wie ich sie mir hergerichtet habe, kopiere die mit Steuerung C, gehe ein Geschoss runter und setze sie dort wieder ein. Jetzt liegt sie ja im Keller, auch über der Grundrissschnittebene. Das kann man jetzt hier sehen. Das ist ja mein Kellergeschoss und da liegt sie auch oberhalb der Grundrissschnittebene. Deswegen sehe ich sie auch nur gepunktet und ein Geschoss drüber sehe ich sie dann durchgezogen. Das ist meine Kellergeschossdecke. Und die gepunktete Untersicht meiner Decke über dem Erdgeschoss, die wird von dieser durchgezogenen verdeckt. Das ist eigentlich das, was ich haben möchte. Diese Punktlinie kann man sich auch noch etwas dichter vorstellen. Aber das ist jetzt egal. Es ging um die Frage, kann man die Untersicht der Decke in dem Ursprungsgeschoss und die Draufsicht auf die Decke im Geschoss darüber mit getrennten Linien einstellen? Ja, kann man mit diesem Trick, den ich euch gerade gezeigt habe.